Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder Eis für euch und zwar von Milka, das Strawberry Cheesecake Chocolate Hard Eis, welches ja jetzt neu als Sorte 2024 in die Supermärkte kommt. Ich habe das hier zugeschickt bekommen und übrigens schon die Folie abgezogen, damit es ein bisschen besser antauen kann. Von Foneri, die hat mir auch Mövenpick Eis zugeschickt, also nur so als Info, ja, habe ich nicht bezahlt. Deswegen, ich kann euch den Preis gerade nicht ganz genau sagen, ich würde es aber auf 4 bis 5 Euro schätzen, eher 5 als 4. 338 Gramm, 480 Milliliter, also da luftiges Eis. Auch, Achtung, Eis mit Käsekuchen Geschmack, keine Eiscreme, ja, im Sinne von Milchfett. Und gut, es ist keine Eiscreme. Man sieht ja auch so ein bisschen, wie es hier so ein bisschen kristallin ist um diese Schokoherz hier drumherum und auch das Eis selbst. Das ist halt nicht ganz so geil. Aber geil hingegen war letztes Jahr das Milka-Eis Butter-Cookie. Eines der besten Produkte für mich vom Geschmack von 2023. Deswegen habe ich hier große Hoffnung und insgesamt Strawberry Cheesecake könnte sowieso geil sein. Ich bin mal gespannt, ob sie irgendwie sowas wie Frischkäse, meinetwegen noch Joghurtpulver könnte man, kann man nicht gelten lassen, aber besser als nichts. Oder Quark oder sowas reinmachen, das sehen wir gleich bei den Zutaten. Und sogar mit Alpenmilchschokolade. Ob das jetzt die Milka-Schokolade ist, weiß ich nicht, aber vielleicht schon. Ich persönlich mag sie nicht so gerne, ist mir zu süß und so ein bisschen dieses Schmierige. Schmelz ist gut, es gibt auch ein paar leckere Sorten, aber insgesamt mag ich eher so andere Schokolade. Aber die Eis sind bisher eigentlich immer ganz gut gewesen. Jo, also einmal hier das Bild, ne, da haben wir diesen dieses Chocolate Hard. Und dann, was wir jetzt hier sehen, was eher so nach einem Chocolate Unfall aussieht. Was ist in dem Eis drin? Eis mit Käsekuchengeschmack, mit einer Erdbeerzubereitung mit 15%, mit Schokoladenmus 12%, mit Kuchenstücken 5% und Alpenmilchschokoladenstückchen. Also es ist einiges drin, das klingt soweit schon mal gut. Die Zutaten sind entrahmte Milchzucker, Molkenerzeugnis, kann immer alles bedeuten, Erdbeeren, Kokosfett. Also es wird Kokosfett genommen statt Sahne, denn Sahne kostet Geld. Das ist immer ja, mal schade. Es ist Frischkäse der Doppelrahmenstufe drin. Okay, da haben wir es sehr gut. Auch eben nicht Quark, weil, sag mal, wenn Cheesecake, könnte man sagen, das ist amerikanisch Cheesecake. Ja, und dann nimmt man Frischkäse und nicht Quark. Dann wäre es Käsekuchen. Ja, da ist zum Beispiel dann Sahne aber in diesem Frischkäse drin. Wir haben hier die Alpenmilchschokolade und dann kommen jetzt hier noch tausend andere Zutaten, die ich jetzt nicht alle extra erwähnen will. Aber wichtig wären, wie gesagt, hier die Erdbeeren, Aroma ist wohlgemerkt auch drin, 8% Erdbeeren, ja. Mit dem Kokosfett, das ist schade, dass sie dann hier eben mit Kokosfett arbeiten. Man sieht das hier so ein bisschen an der Struktur, man sieht das hier, wie das Eis friert und hier und auch so ein bisschen einfach, wie es aussieht, dass das, ja, vielleicht auch nicht das fetteste Eis sein wird, also vollmundigste, wobei 12 Gramm Fett sind, ist nicht wenig. Die Frage ist davon, wie viel davon hier drin ist. Die Schokolade macht natürlich auch wieder was aus. Also das wird sicherlich kein vollmundiges Eis vom Fettgehalt wie ein Häagen-Dazs oder ein Ben & Jerry's zum Beispiel sein. 27 Gramm Zucker, 2,5 Gramm Eiweiß und immerhin 0,7 Gramm Ballaststoffe. Das habe ich euch schon gesagt. Das kann man auch schon so langsam probieren. Es ist schon dunkel. Immer spät von der Arbeit gekommen. Und ja, dann ist das Licht nicht schön. Ich hasse das. Ich freue mich schon, wenn der Sommer ist, dann können wir wieder auf dem Balkon Videos machen. Also man sieht das hier so ein bisschen, fast schon so ein bisschen zweigeteilt. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video durchkommt. Rüberkommt hier so ein bisschen roter die Seite und die ist hier so ein bisschen weißer hier. Also das ist so, wobei hier gar nicht zwei verschiedene Sorten Eis stehen. Aber Eis mit Käsekuchengeschmack ist das Ganze jetzt hier, ja. So, ich schaue jetzt mal, was der Käsekuchengeschmack sagt. Hier haben wir dann vermutlich die Alpenmilchschokolade, was eher so nach so kleinen Bits aussieht und nicht nach großen Stücken. Mhm. Ja, also man merkt, dass da nicht viel Fett drin ist. Das merkt man direkt. Das merkt man im Mund. Das merkt man auch daran, wie es sich hier so anfühlt mit dem Löffel. Natürlich, wenn man es ein bisschen mehr noch antauen lässt, dann wird es ein bisschen anders, aber man merkt das trotzdem irgendwie. Mhm. Es ist ja recht locker, es ist ein bisschen luftig. Ich frage mich jetzt gerade, wo hier der Cheesecake-Geschmack sein soll. Hier ist ein Kuchenstück, das in der Bildmitte ist ein Kuchenstück. Achtung, ich mache mal das Eis jetzt darunter, dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Hier ist das Kuchenstück. Da, Achtung. Da, da ist das Kuchenstück. Mhm. Also das Eis hat eine leichte Erdbeernote, aber ich habe wirklich keinen Plan, wo hier das Cheesecake sein soll oder der Cheesecake. Durch die Luftigkeit schmilzt es ein bisschen. Diese Schokostückchen, die sind wirklich winzig. Man hat zwar jetzt überall welche,
Ja, aber die sind klein und knackig. Man kriegt da nicht viel von mit. Ja, aber ehrlich gesagt, da würde ich mir lieber größere Stücke und weniger wünschen. Man hat ja auch ab und zu so richtig so Erdbeer, sowas intensiver, erdbeeriges. Ah, vielleicht ist das diese, das, also das hellere ist jetzt quasi diese Eis mit Kissung-Geschmack und diese Rotfärbung kommt dann nur von der Soße, die sie vielleicht vermischt haben. Und es ist gar nicht das Eis selbst, was rot ist. Oder ein zweites Eis, was rot ist, sondern es wurde gefärbt durch dieses Erdbeergedöns. Ja, ehrlich gesagt, bisher nur okay. Ich werde jetzt mal das Kuchenstück hier probieren. Das ist jetzt kein Teig. So ein bisschen wie so ein Mürbegebäck. Finde ich ganz gut. Von der Konsistenz. Ja, ist okay. Ist okay, ja. Sogar ein ganz bisschen Fatschi C, aber nur minimal. Ich schau mal, was die Mousse kann. Oh, da sieht man auch, wie schön locker die ist. Die Mousse. Okay. Die ist natürlich geil. Intensiv schokoladig. Geht auch richtig in Richtung Milka. Sehr vollmundig. Die ist wirklich sehr lecker. Sehr lecker. Umso schade, dass dann das Eis drumherum jetzt nicht so wirklich mithalten kann. Ja. Nee, also keine Ahnung. Da ist kein Käsekuchengeschmack meiner Meinung nach. Also wenn man schon Aroma reinmacht, dann bitte richtig. Das ist immer meine Devise. Es ist trotzdem nicht schlecht, aber das ist kein Eis, wofür ich 5 Euro ausgeben würde. Würde ich sagen, nämlich im Angebot für 3 Euro. Ist das völlig gut? Ist das sehr lecker? Für 3 Euro ist es lecker. Oder nee, für 3 Euro ist der Geschmack, den man hat, in Ordnung. Ja, aber dieses Cheesecake, das ist leider halt einfach nicht da und das ist dadurch ein bisschen schade. Mousse geil. Erdbeer nicht zu stechen, das passt für mich, ja. Und eben auch dieses etwas fehlende Fett in dem Eis selbst ist auch ein bisschen schade. Die Kuchenstücke dafür wieder gut. Schokostückchen überall, zwar klein. Also irgendwie nicht so 100 pro, aber auch nicht wirklich scheiße. Von daher, ja, wie gesagt, wenn ihr es mal im Angebot kriegt, holt es euch gerne. Die Mousse innen drin ist der Oberknaller, aber insgesamt halt ein bisschen die Chance vertan. Ja, das hat aber auch schon irgendwie was. Probiert es einfach selber aus. Das ist sowieso immer die beste Methode herauszufinden, ob es euch auch schmecken wird. Und ja, mir hat geschmeckt, dass ihr eingeschaltet habt. Euch hat hoffentlich dieses Video geschmeckt. Dann gebt ihr einen Daumen nach oben. Schaut gerne mal in der Beschreibung. Da könnt ihr diesen Kanal hier unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft. Oder ihr kauft etwas über Amazon. Der Link ist in der Beschreibung. Ich bekomme eine kleine Beteiligung dafür. Dadurch könnt ihr mich hier unterstützen. Dafür bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.